Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Willkommen zum neuen Podcast Dora Held trifft. Heute mit einem Boomer-Treffen. Er und ich. Und ich freue mich, er ist Komiker, Klugscheißer und Koch. Das habe ich nicht gesagt, sondern sein Lektor Oliver Domzalski. Er ist Literaturfan und begnadeter Vorleser, das sage ich. Lustig ist er sowieso. Ich befürchte, das Gespräch läuft aus dem Ruder, obwohl ich mich gut vorbereitet habe. Wir werden sehen. Jürgen von der Lippe. Herzlichen Dank für die Einladung. Oh, ich habe mich so gefreut, dass du sofort zugesagt hast. Ja. Hast du auf die Einladung so lange gewartet? Weil die Zusage kam ja binnen von Stunden. Ich musste verschiedene andere Autoren, also auch aus dem Ausland, schieben. Mhm. Aber das war mir schon auch dann wichtig, weil da muss das Ausland auch schon mal warten. Du hast dein 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Du machst seit fast 45 Jahren Fernsehen und du gehörst zu den Dino der Unterhaltungsszene. Und jetzt bist du aber ganz neu aufgesprungen und machst was, was alle Literaturfans beglückst, nämlich auf YouTube eine Wiederauflage von Lippe liest und was liest du, und machst da richtig eine Büchersendung, die genial gut ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt mehr mit dir über Bücher reden will, dann wird es wirklich abendfüllend und wir werden viel reden, weil du sehr belesen bist. Oder ob wir natürlich auch über deine Bühnenprogramme reden müssen. Ich habe nur Angst vor schlüpfrigen Witzen. Ich hatte mir erst überlegt, ob wir hier so ein kleines Sparschwein hinstellen und jedes Mal, wenn du einen schlüpfrigen Witz machst, zahlen wir Geld, was hinterher gespendet wird. Das ist für dich schlüpfrig, nur dass wir es mal abklopfen. Überall, wo das Wort Sex auftaucht. Also was mit Stellen? Ja, das Genitalreferenzielle, ja, bitte, ist ein todsicheres Wirkmittel und es gibt keine Kunstrichtung, die sich nicht damit beschäftigt. Ist ja egal, ob es bildende Kunst ist oder was auch immer. Es gibt auch keinen erfolgreichen Autor, den ich kenne, Autorin. Natürlich, ich spare mir das jetzt, weil ich bin ja... Du musst gendern, ja, genau. Und... ich weiß nicht, warum das so ein Ausschlusskriterium ist, der in einer anderen Sendung gesagt hat, dass er das Haus der Löcher ganz toll findet, was ich wiederum unerträglich, überbordend damit befasst finde. Nur das passt alles nicht zusammen. Also, ich habe ja immer doppelten Genuss, weil ich komme ja aus dem katholischen Aachen. Und damals hat es die Kirche verboten, jetzt verbietet es der Zeitgeist oder die Political Correctness-Forderung. Ich weiß also, dass Menschen sich vor Entsetzen schütteln, wenn ich das mache. Und die überwiegende Mehrheit, die nicht da vom Zeitgeist angefressen ist, die lacht. Und beides macht mir Freude. Also das ist eine Win-Win-Win-Situation für mich. Du hast 150 Auftritte im Jahr und alles ist ausverkauft. Ja, 150 sind sie, waren 140 war es. Ja, ich bin sehr ungenau manchmal. Manchmal schlampe ich auch so eine Vorbereitung so weg. Wobei wir, das muss man auch sagen, wir tragen immer noch Corona ab. Mhm. Also die Leute warten zum Teil jetzt 4 Jahre mit mindestens drei Verschiebungen. Und das ist natürlich auf Dauer für so einen älteren Herrn auch nicht mehr lustig. Vor allen Dingen sind nicht die Auftritte, aber die Reiserei. Mhm. Und 14 Tage am Stück mit vielen Stunden im Auto, das werden wir dann, aber das können wir nächstes Jahr nicht ändern. Mhm. Aber übernächstes Jahr, wenn ich das noch erlebe, dann mache ich im Wochenrhythmus. Mhm. Wir kommen da gleich noch zu dem Zeitpunkt, wie man wann was aushält und macht und wie fit man sein muss. Du hast Germanistik und Philosophie studiert. Ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt. Bist 91 nach Berlin gegangen. Ich habe dich nie in Berlin eingeordnet. Ich bin 73 nach Berlin. Nicht 71, ja. Das ist schon der zweite Fehler. Du hast 91 gesagt. Nein, 71 habe ich gesagt, steht hier auch. Den habe ich genuschelt. Manchmal nuschel ich. Ja. Nee, 73. Ja. 73. Ich habe dich nie in Berlin verortet. Habe überlegt, woher das kommt. Durch die Sendungen, durch den WDR und natürlich einfach? durch meine
sicherlich, wenn ich nicht aufpasse, leicht rheinische Färbung als Aachener. Mhm. Und das ist zwar, also Öscherplatt klingt zwar völlig anders als Kölnerplatt, aber es hat so einen kleinen, Ulla Schmidt war ja Aachener. Mhm. Und das hört man dann ganz deutlich, wenn er Aachener spricht. Das ist auch nicht schön. Aber ja, vielleicht war es das, aber das hat mich überrascht, auch, dass du so lange schon in Berlin bist. Von Laschet kennt man es auch, ja. Ja, wobei, ich kann natürlich, also nicht in jedem Dialekt, aber ich gehöre zu den Leuten, die phonetisch sofort versuchen, zum Umfeld zu gehören. Also in Berlin berlinere ich. Im Saarland, das Saarländische ist sehr schwer, ich finde es aber sehr reizvoll. Und dann und viele von meinen Mitarbeitern kommen aus dem Saarland, das finde ich auch schön und da streue ich dann auch schon mal so ein Wörtchen ein. Oder das Schwäbische ist ja auch relativ leicht. Beim Bayerischen ist es schon schwieriger. Mhm. Im Norden, das geht wohl auch. Also das geht ganz schnell, da kann ich sehr schnell. Hat auch damit zu tun, ich war ja 7 oder 8 Jahre an der Uni, also Tutor, Deutschlehrer für ausländische Studenten. Habe mir, um das Eis zu brechen, in jeder Sprache ein paar schmutzige Wörter beibringen lassen. Also erstes Mal Scheiße. Und wenn dann einer einen Fehler machte und man in seiner Landessprache Scheiße sagte, dann war das eben schöner, als wenn man auf Deutsch anfing, an ihm rumzukritteln. Mhm. Und das mochten die immer sehr. Und ich hatte sehr viele chilenische Studenten in Berlin zu der Zeit, die auch vielfach Musik machten. Und wir haben auch privat uns sehr oft getroffen, Musik gemacht, gekocht und so weiter. Und dann hatten wir so Koppelgeschäfte. Ich habe den Chilenen dann Nachhilfe gegeben in Deutsch und die mir so ein bisschen Spanisch beigebracht. Und das südamerikanische Spanisch klingt ein bisschen anders als das spanische Spanisch. Die lassen zum Beispiel das S weg. Que tengo el tiempo. Und das übernehme ich dann sofort, sowas. Sodass der Spanier auf Malle denkt, ich bin Chilene. Das ist ja verrückt. Ja. Ich spreche weder südamerikanisches Spanisch als auch spanisches Spanisch. Von daher weiß ich gar nicht, was du gerade eben gesagt hast. Das kann auch eine Beschimpfung gewesen sein. Que tengo el tiempo ist eine Frage der Zeit. Ach, guck mal. Ich kann auch Beschimpfungen. Nee. Como mierda, no me joda. Oder me cago en la leche de tu puta madre. Das kannst du dir ja übersetzen lassen. Ich möchte dich nicht damit belasten. Gut, dann werde ich das hinterher machen, genau. Du hast, das fand ich auch schön, wenn man über dich googelt, du warst bei der Bundeswehr, ist mir alles so vertraut, mein Vater war ja auch bei der Bundeswehr, bist als Leutnant gegangen, sagt mir was, wusste ich auch alles. Und dann steht der Einsatz, bei der Bundeswehr lernte er auch Gitarre spielen. Sonst steht da nichts. Also nur, dass du bei der Bundeswehr auch Gitarre spielst. Und zwar von einem Kriegsdienstverweigerer. Also die Vorgeschichte ist die, ich wollte immer ein Instrument, wollte Geige lernen als Kind. Und mein Vater war ja Barkeeper. Er mochte es nicht. Und er sagte, ich möchte nicht, dass du in einem Nachtberuf landest wie ich. Das hat ja geklappt. Und deswegen durfte ich nicht Geige lernen, sondern Blockflöte. Aber da spielt man doch auch nicht nachts Geige. Doch, als Musiker, die hatten ganz am Anfang hatten die noch eine richtige Band. In der Bar? In der Bar. Und war auch mit einem Trompeter befreundet. Doch, das gehörte für ihn damals dazu. Blockflöte, da fühlte er sich auf der sicheren Seite. Ich habe also 4 Jahre Unterricht gehabt bei Frau Lange, bis die anregte, dass ich in ihrem Quartett, es gibt eine Bassflöte, ein Riesending, kostet auch viel Geld. Und dann habe ich gedacht, also die C-Flöte wird mir schon keinen Kontakt zu Mädchen verschaffen. Mit der Bassflöte wird das gar nichts und ist auch zu kostenintensiv. Ja, und dann Gitarre wäre es natürlich gewesen, als das dann anfing, so mit der Pubertät und Singen und Klassenfeten und so weiter. Also habe ich mich an die Jungs gehängt, die Gitarre spielen konnten. Nun wollten die natürlich auch selber singen, obwohl ich besser war. Aber das spielt ja keine Rolle. Die hatten ja nun, saßen ja am längeren Hebel. Und bei der Bundeswehr war es dann soweit, ich war Zugführer und hatte einen Wehrdienstverweigerer,
im Zug. Und damals war es so, die mussten in der Truppe bleiben, brauchten zwar keinen Dienst mit der Waffe zu machen, mussten aber so alles mitmachen. Ja, und der hat mir dann Gitarrenstunden gegeben. Dann haben wir als Bundeswehrangehörige Universal Soldier von Donovan gesungen. Nach das, Feierabend. Ja. Vorweckend. Und das war, ja, das war eigentlich die musikalische Grundlage. Du bist dann, hast du es mit dem Studium dann irgendwann gelassen, nachdem du gemerkt hast, dass in Berlin die Kombi, glaube ich, nicht geht oder so? Du konntest, hattest auf Lehramt studiert, aber genau, das funktionierte genau. nicht? Genau, in Nordrhein-Westfalen war Germanistik, Linguistik und Philosophie, das war eine anerkannte Kombi und in Berlin nicht. Und als ich dachte, ich hätte die Scheine beisammen, also ich habe ja richtig studiert, neben meinem Job, der fast eine halbe Stelle war und der Singerei und Schreiben und alles. Also ich war da schon recht rührig. Und dann sagten die, nee, also du musst entweder ein anerkanntes Nebenfach nachstudieren oder nach NRW zurück. Da gab es zu der Zeit aber keine Referendarstellen. Mhm. Also das machte alles keinen Sinn. Und ich habe dann mal geguckt und gesagt, ich kann ja schon leben von der Singerei. Und dann war es, habe ich das als Gottesurteil hingenommen, obwohl ich ja auch schon länger ausgetreten war. Mhm. Wieso bist du überhaupt nach Berlin gegangen? Wegen der Singerei. Ach, das war der Grund. Das war der Grund. Ich war mit einem Kumpel da. Wir sind gleich, haben gleich in einer WG gewohnt, also richtig amtlich. Mhm. Auch waren auch ein paar Musiker dann. Und das war natürlich, also mit ein paar Musikern in der WG und zu dieser Zeit dann, also 71, 72. Und dann saß ich im Steve Club, das war einer von den drei Folklore-Clubs. Und dann im Zuschauerraum Hannes Wader und auf der Bühne Werner Lämmerhirt, sein langjähriger Gitarrist. Da habe ich gesagt, ja, weil in Aachen gab es nichts. Da gab es einen Jazzkeller, aber da konnte ich nicht auftreten mit meinen Roski-Liedern. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir nach der Zwischenprüfung, machen wir den Abflug. Hatte dann noch das Riesenglück, dass mit einer Empfehlung ich dort diese Deutschlehrergeschichte weitermachen konnte. Und zwar verstärkt bis auf eine halbe Stelle, wie ich sagte. Ja, besser ging es nicht. Mein Zimmer hatte 9 Quadratmeter. Ich zahlte, glaube ich, 60 Mark. Und das habe ich dann... Das war im Keller, das war sowieso alles verboten, diese Zimmer zu vermieten. Und dann waren die verschiedensten Leute und dann habe ich gleich mal gesagt, ja, lass uns doch, da zog einer aus und sage ich, lass uns den kleinen Raum als Küche machen, machen wir eine WG. Da waren Bademeister-Lehrlinge, Bademeister- und Masseur-Lehrlinge, waren zwei Zimmer. Ein indonesisches Pärchen, ein französisches Pärchen und zwei Jungs vom Blattschuss. War eine wirklich bunte Mischung. Herrlich. Wirklich schön. Und dann hast du ja angefangen in einer Kneipe für 5 Mark und ein Bier oder so. Das war umsonst. Das Vorsingen war umsonst. Ja. Das war das Go-In. Bin ich hin, hab zum Joe gesagt, guten Abend, ich würde gerne mal singen. Ja, sagt er, war ein Probetermin, 9 Uhr, also als Erster auf der Bühne mit wenig Publikum, falls es schief ging. Und war dann gut. Und dann gab es 5 Mark und 2 Bier. Und das konnte ich dann im Laufe der Jahre steigern. Da warst du wie alt? Müsste ich jetzt rechnen. 48 geboren, 73 nach Berlin. Also Mitte 30. Mhm. So. Und dann habe ich... 78. Nein, nee, 30. Früher. 30. Und dann bist du aber, und da habe ich jetzt nichts im Zusammenhang gefunden, beim Google, du bist dann von den Berliner Bühnen zum WDR gekommen. Das war so eine Zufallsgeschichte. Ein Pärchen, Claudi Fröhlich, der Kultregisseur, der Bum Bum Claudi hieß, da gab es immer Explosionen. Er hat die erste Otto-Show gemacht, die Lindenberg-Show, die Glattenküche, also Kult. Mhm. Und seine Frau, Marlies Robels, war Redakteurin beim WWF, beim Westdeutschen Werbefernsehen. Also der unehelichen Tochter, die das Geld dran schaffte, damit der Sohn Theologie studieren konnte, wie ich immer sage. So, ja, gut. Und die haben
ich weiß nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Jedenfalls, das war wirklich ein glücklicher Zufall. Ein paar Lieder von mir verfilmt, also Vorläufer der Videoclips. Mhm. Und wir mochten uns sehr. Und dann gab es eben den Plan, im WWF eine wöchentliche Live-Sendung zu machen. Eine klassische Variety-Show. Gespräche, Musik, komische Sachen, Sachthemen. Da gab es ein Casting im Berliner Senftöpfchen. Ich weiß nicht, es waren 17 Leute. Die Zahl hat sich mir eingebrannt. Jeder machte das, was er so konnte. Also in meinem Fall ein komisches Lied singen. Andere, es gab auch, und man musste sich auch im Gespräch versuchen. Ich weiß noch, Elisabeth Tessier, die Astrologin, stand als Interviewpartnerin zur Verfügung. Und irgendwie, Mareike Amado war dabei und ich glaube, nur eine andere Frau. Alles andere waren Männer, Autoren, sonst was. Also, und Mareike war ja erfahren durch ihre Tätigkeit als auf dem Kreuzfahrtschiff und als Sängerin. Die war im Grunde gesetzt. Und irgendwie wollten die eigentlich drei Engel für Charlie, also drei Frauen haben, waren aber einfach nicht da. Und Frank Laufenberg war ja einer der Radiomoderatoren damals. Und wir kannten uns, weil ich schon mal auf Senderreise mit meinen Platten, war ich schon verschiedentlich bei ihm gewesen. Und wir mochten uns auch. Und während er dran war oder während ich da, ich weiß es nicht mehr, ergab sich so eine Flachserei. Das hat den Ausschlag. War wirklich ein Zufall. Mhm. Und dann wurden wir drei, Mareike, Frank und ich. Ich war 3 Jahre dabei. Das Ganze lief 8 Jahre. Dann kam Jürgen Driebel für mich. Und das ganze Unternehmen von Experten wurde prognostiziert, hält sich keinen Monat. Mhm. War 8 Jahre dann. Jo. Und dann hast du mal weitergemacht beim WDR. Warst du aber noch in Berlin? Das ergab sich dann dadurch einfach, dass der WWF-Club war ja ein wahnsinniger Erfolg. Und naja gut, dann war das zwangsläufig, dass man halt mir andere Angebote machte. Und das war ja klar, es war als Mutterhaus. Mhm. Ich habe in Berlin auch ein bisschen Hörfunk gemacht, weil mich das auch interessiert, über Marias. Und ja. Und das Ganze ging dann bis Ende 90. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, deswegen meistens ganz kurz, so ist es und Donnerlippchen, Geld oder Liebe. Ich war ein großer Fan von Gold oder Liebe, weil das so die erste wirklich gut gemachte, es war so eine Kindergartensendung irgendwie. Ich fand das total lustig. Also es waren wirklich lustige Spiele, nicht so doofe, wie es heute gibt und auch nicht so alberne, so vorhersehende, sondern es war da auch eine tolle Redaktion, fand ich, die es damals gemacht hat. Man darf jetzt eines nicht vergessen, damals gab es nicht so viel überflüssiges Personal bei den Sendern. Hier ein Fernsehdirektor und da war es. Da gab es einen Unterhaltungschef. Darüber war der Intendant, der sich nicht um die Unterhaltung kümmerte. Wir hatten ja, WDR hatte ja immer politische Journalisten. So, die haben uns machen lassen. Und es war wirklich Geld da. Ich habe an jeder Geld- oder Liebe-Ausgabe 14 Tage gearbeitet. Davon eine komplette Woche im Studio. Mit Probekandidaten und allem. Ich hatte 6 Spielerautoren. Jeder schrieb eine komplette Sendung und daraus konnte ich dann die Sendung machen. Und dann hatte ich einen Head-Autor, mit dem ich zusammen unsere Fototafel und die Witzauswahl und alles und dann die Musikauswahl, das habe ich dann mit dem Redakteur zusammen gemacht. Also das war eine intensive und sehr, sehr schöne Arbeit. Wir haben nach Probenabschluss haben wir für die jeweils nächste Sendung, die Requisite hatte uns provisorisch was gebaut, für die jeweils nächste Sendung schon ausprobiert. Also wenn man das mit heute vergleicht, mit diesen Reihenabwürfen, 3 Sendungen am Tag, also es war das Paradies, muss man wirklich sagen. Und dann auch noch Bands, die da waren und ja, das war natürlich, als ich herausstellte, dass das erfolgsträchtig war, haben wir uns natürlich die Bude eingerannt. Denn ich konnte natürlich nicht sagen, ich möchte jetzt für die nächste Sendung Eric Clapton. So war es jetzt nicht. Sondern dass die Plattenfirmen hatten die Leute, die sie gerade promoteten, weil sie eine neue Platte hatten oder eine Tour.
Und dann war dann das Angebot. Mhm. Aber wir konnten uns sehr oft den Titel aussuchen. Das ist also nicht das, was die Plattenfirma als Single, sondern ich habe gesagt, ich will einen anderen Titel. Und dann, ja, machen wir. Es hat nicht immer geklappt, aber ich hatte Bonnie Raitt, die ich sehr, sehr verehre. Und wir haben es wirklich ganz toll verstanden. Und dann habe ich ihr gesagt, ich finde eigentlich zwei andere Lieder viel schöner. Ich sagte, warum hast du nichts gesagt? Hätte ich doch gemacht. Und du hattest ganz viele, kann ich mich auch daran erinnern, die eigentlich kein Mensch kannte. Die haben das erste Mal bei dir da auf der Bühne gestanden. Nicht unbedingt das erste Mal, aber es so war im Fokus. Ich hatte bei So ist es, hatten wir auch viele Premieren. Ja, hatte ich eine andere Sendung, Showstar, da waren die Ärzte als erstes, Jennifer Rush. Jennifer Rush, die das ist eine Wahnsinns-Lady, die ist eine klassische Sängerin auch. Und dann hatte sie zwei Titel bei Showstart, diese allererste große Show, die ich hatte. Und einen klassischen Titel sang sie in so einem weißen Kleid mit so Christbaumbeleuchtung dran. Pailletten heißt das, glaube ich. Nee, das leuchtete, war mit elektrisch. und ein Rocktitel. Und dann war... Dann sagte der Regisseur, so, dann machen wir noch in einer Stunde eine Probe. Und dann sagt sie bei ihrem ersten Fernsehauftritt in Deutschland, kannst du dir jetzt aussuchen, entweder ich mache die Probe oder ich singe heute Abend in der Sendung. Ja, so haben wir es dann auch gemacht. Du hattest eine Riesenquote. Und jetzt mache ich wieder, heute ist der Tag der etwas ruppigen Übergänge. Deine Frau, Anne Dorenkamp, hat mal in einem Interview gesagt, bei der Frage, als ihr euch kennengelernt habt, wie war das so und ob es Liebe auf den ersten Blick war oder so. Und dann hat sie dann gesagt, ja. Und dann gab es ein paar alte Bilder von dir, die sie so zeigte. Und dann hat sie gesagt, sie fand dich so schön. Und dann kam Liebe, der hätte auch dumm sein können. Das hat mir sehr gefallen. Ach, hat sie das gesagt? Das hat deine Frau mal gesagt. Sie fand ich so schön. Da hat sie noch gedacht, er hätte auch dumm sein können. Ist er aber nicht. Hat sie auch hinterher sofort nachgefügt dann. Ich habe, ich weiß nicht, ob es das Interview war, das ist so nicht richtig, weil irgendwann hat sie mal zugegeben, als sie mich mal von hinten sah, hat sie gesagt, ich hätte einen Gehfehler, was mich sehr gekränkt hat. Weil ich habe keinen Gehfehler. Ich gehe, finde ich, wie John Wayne. Ja, der ja auch keinen Gehfehler hatte. Der ja auch keinen Gehfehler hatte. Genau. Und dann habe ich mal einen Fehler gemacht, wegen Fernsehen, weil ich habe dünnes Haar. Und bei einem Mini-Pli, da sieht das jeden Tag gleich aus. Und wenn du so Anschluss hast mit Dreharbeiten. Und dann habe ich einen Mini-Pli machen lassen. Und da, das hat sie auch später zugegeben, hat sie mit sich gerungen, ob sie die Beziehung in Frage stellt. Und eine Freundin hat mal gesagt, das ist ihr mal entschlüpft, der ist ja gar nicht so dick. Also hat sie mal so viel zu schön und oder überhaupt Wahrheitsgehalt in den Aussagen. Ja, aber die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, ne? Offensichtlich ja nicht. Und, ja, aber sie, also ich finde den Satz so gut, dass ich gerne möchte, dass sie ihn gesagt hat, der hätte auch dumm sein können, ja, weil sie auch sofort gesagt hat, er ist es ja nicht. So, jetzt komme ich zu meiner hakeligen Überleitung. Wenn ich das nur noch einfügen darf, offensichtlich hat meine Intelligenz die Optik überstrahlt. Ja, oder ergänzt einfach. Also irgendwie so. Mhm. Also er war auch noch klug, oder ist es? Du bist ein besessener Leser. Ja. Besitzt, irgendeiner hat mal gesagt, 3000 Bücher. Mehr, glaube ich. Mehr noch. Da kommt immer die Frage, haben wir die alle gelesen? Natürlich nicht. Du bist auch wie so ein Hamster, das geht mir auch so, dass ich immer Angst habe, wir schneiden ein und es gibt keine Bücher mehr. Und ich kenne alle schon und erinnere mich auch an das. Es, also bei mir nähert sich das, glaube ich, der Geistesstörung an, weil wenn du bei mir reinkommst, die Regale sind halt voll und das steht im Wohnzimmer, stapelt sich das. Und die Regale doppelt. Das war aber bei, ich habe mal ein Foto gesehen von Peter Ustinov und das hat mich sehr getröstet, war das genauso. Mhm. Es lagen auch überall Papiere rum. In meinem Zimmer, das ist nur noch Abstellraum, da kann man nicht mehr arbeiten. Ich arbeite halt im Wohnzimmer. Da ich aber alleine lebe, denn wir haben ja getrennte Wohnsitze, stört das auch keinen großen Geist. Hast du deine Bücher alphabetisch geordnet? Die gelesenen nach Autoren,
Dann habe ich aber, weil ich gerne so ein Projekt, das schiebe ich aber, nein, nicht im Sinne von Prokrastinieren, aber da weiß ich noch nicht, weil ich schreibe ja eigentlich für die Bühne, also für die Lesungen. Das ist aber ein Projekt, Wittgenstein hat mal gesagt, man könnte die Geschichte der Philosophie in Witzen erzählen, obwohl er völlig unwitzig war selber. Es gab auch mal so ein Buch, das Schnabeltier, vor 20 Jahren. Aber sowas möchte ich machen, weil beim Schnabeltier haben mir die Witze nicht gefallen. Das waren gute Philosophen, hatten aber wenig Ahnung von Witzen. Und da arbeite ich seit geraumer Zeit dran. Deswegen gibt es eine riesige Philosophie-Wand. Die ist aber auch nicht geordnet, sondern da sind die, wo ich schon gestrichen habe, die liegen dann davor. Und die anderen sind noch. Stehen drin. Ja. Du hast mal gesagt, du gehst gerne in Buchhandlungen. Guckst du selbst oder lässt du dich beraten? Naja, bei den Kleinen, das heißt, machen die Großen auch, da ist ja so ein Tisch mit Empfehlungen. Das liest man ja schon mal. Aber bei meiner Stammbuchhandlung in Berlin ist es eben so, dass das eine Russin, eine studierte Literaturwissenschaftlerin, zauberhafte Frau, die mir einfach ganz tolle Tipps gibt, weil sie so weiß, wie ich ticke. Das ist jetzt ein wunderbares Stichwort, deswegen fahre ich mal rein, ganz tolle Tipps. Ich habe nämlich auch so eine wunderbare Frau, die mir ganz tolle Tipps gibt. Ab und zu gibt sie uns im Podcast auch ganz tolle Tipps und heute ist sie da und das ist Sabine Metzger von der Buchhandlung Heimann, du lernst sie jetzt kennen. Da ist die wunderbare Sabine. Sabine, wir brauchen ein Buch, was klug ist und was vor allen Dingen, weil es heute passen muss, auch lustig ist und wir dürfen es nicht kennen. Was hast du? Nur für das Letztere kann ich nicht garantieren. Ich habe dir mitgebracht, Nele Polacek, Kleine Probleme. Jetzt ist ja der 31. Dezember schon ein bisschen vorbei, aber der nächste steht ja noch vor der Tür, weil genau an dem Tag spielt dieses Buch. Es spielt nur in den letzten Stunden des 31. Dezember. Der Ich-Erzähler Lars hat noch ein paar Stunden Zeit, sein gesamtes Leben zu ordnen. Also er hat eine To-Do-Liste, die er schon seit eigentlich sein ganzes Leben lang vor sich hinschiebt und alles muss bis zum Jahresende erledigt sein. Unter anderem auch sein Lebenswerk zu schreiben, das beste Buch aller Zeiten, aber auch einen Kartoffelsalat machen, das Bett für seine Tochter aufbauen, bis hin seinen Vater anrufen. Also wirklich von ganz klein bis ganz groß. Da raucht er doch erstmal eine Zigarette und überlegt sich, wie er denn die Dinge eigentlich gut angehen kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Nele Polacek gelesen hast. Ihr Debüt, das Unglück anderer Leute, ging ja um eine dysfunktionale Familie. Sie ist Podcasterin, Kolumnistin und es gelingt ihr hier wirklich so dieses Thema Prokrastination auf eine Art und Weise zu beschreiben, ja, also wo ich mich an vielen Stellen dann doch auch nochmal wiedergefunden habe, aber an manchen ist es dann wieder so überzeichnet, dass man echt aus dem Lachen nicht herauskommt, aber trotzdem immer mit so einem kleinen, unguten Gefühl so, ein Funken Wahrheit steckt ja schon darin, ne? Und er vergleicht also wirklich das, also Lars, der Ich-Erzähler, vergleicht das Aufräumen ja auch mit der Lösung eines Zauberwürfels. Also eigentlich müsste jedes Teil seinen richtigen Platz haben und das schafft man sowieso nicht. Dann kann man auch gleich aufhören und muss gar nicht erst anfangen. Ne? Er war 14 Tage alleine zu Hause, seine Frau war nicht da, dementsprechend sieht die Wohnung aus. Er versucht, sich von Stelle zu Stelle durchzuputzen. Er versucht, das Bett für seine Tochter aufzubauen und gibt erstmal den Schraubennamen so rum. Also total lustig, aber immer mit so einer kleinen bitterbösen Spitze. Okay, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Ganz herrlich, wunderbar lesenswert, aber auch ein bisschen regt es an zum Nachdenken. Ich bin mal gespannt, wie du danach mit dem Thema Prokrastination umgehst. Ich kann das übrigens auch. Ich gebe noch nicht den Schraubennamen, aber ich bin manchmal ganz dicht dran. Aber es ist genau das, was wir jetzt brauchten und genau das, was ich von dir gehofft habe zu bekommen, Nele Polacek. Genau, erschien im Galliani Verlag, kostet, muss ich nochmal gucken, 23 Euro. Super. Und sie wird als nächstes auf meinem Nachttisch landen, ich bin mir ganz sicher. Liebe Sabine, ich danke dir. Gib den Schrauben keine Namen, mach was Schönes aus diesem Tag und bis bald. Vielen Dank. Bis bald. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Danke. Hast du Bücher, die du mal gekauft hast und damals nicht mochtest und dann später, 20 Jahre nochmal später rausholst und nochmal anfängst oder umgedreht? Ist mir ganz oft
bei der Musik so gegangen. Mhm. So mochte ich zum, also die ist mir bei, ich habe zum Beispiel Sascha verpasst, unseren Deutschen. Mhm. Sascha wurde mir angeboten. Hm. Und da, ich weiß nicht, da hatte ich es auf den Ohren. Beim Lesen habe ich auch, da fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, es geht aber andauernd so. Wobei, beim Lesen ist es auch so, dass ich, wenn ich meine Sachen nochmal lese, aus irgendeinem Grund, weil ich was suche, dann ist das eine ganz breite Range, die geht von, boah, bist du ein genialer Hund, bis, wie bist du mit dieser Scheiße durchgekommen? Das geht fast, ja, ich glaube, dass das wöchentlich wechseln könnte. Hm. Geht dir das auch so? Ich habe ganz am Anfang mal, oder nicht ganz am Anfang, aber so irgendwann 2-3 Jahre, habe ich mal meine eigenen Bücher selber eingelesen, was ich heute nicht wieder tun würde. Ich fand das damals freundlich von dem Hörverlag, dass sie mir es angeboten haben. Und ich habe das ein bisschen genommen als Vorbereitung für die Lesung. Weil ich hatte mal ein Coaching, weil ich ja schnell spreche und besser lesen wollte. Und das war natürlich, ich mochte auch die Atmosphäre, dass man so im Studio war, so abgeschirmt und so eingemust und die Welt blieb draußen und man war so konzentriert auf sich und den Tonmann und die Regie gegenüber und ansonsten hat auch keiner gestört und alle haben mich in Ruhe gelassen. Ich mochte diese Zeit in diesem Studio, aber ich mochte mich nicht selber lesen hören und ich habe das dann irgendwie ein paar Mal gemacht und bin jetzt Gott froh, dass es Schauspieler für mich machen. Aber ich habe das erste Buch nach, ich glaube, 6 oder 7 Jahren mal eingelesen, das wollten die gerne mal. Und da bin ich wirklich regelrecht hinter dem Mikro zusammengebrochen und habe nur gedacht, Herrgott, wo war das Lektorat? Also das sind die 25, hier steht, dann habe ich dann hochgeguckt und gesagt, Leute, hier steht irgendwie auf einer Seite 8-mal das Wort eigentlich. Oder man hat dann immer so ein Wort, oder dann hatte ich so 3 Protagonistinnen, die alle mit CH anfingen. Christine, Christian und Christine. Oder ich weiß nicht, also manchmal denkt man dann so nach so vielen Jahren, was sind denn das für Sätze? Und es war das natürlich der Vorteil, wenn du als Autorin selber deinen eigenen Kram einliest, kannst du das ja dann einfach, du kannst einen Satz einfach ändern. Das musste ich relativ oft machen und seitdem gucke ich nicht mehr in die alten Bücher rein. Mir geht das, wenn ich meine Lesung dann vorbereite, geht es mir so, dass ich ja praktisch jedes Mal, wenn ich drüber gehe, irgendetwas verändere. Weil es einfach nicht mehr... Das ist ja auch nicht schlimm. Die Lesung ist ja ein eigenes Produkt. Ja. Und das folgt ja dann auch an. Da kann man ja auch jetzt... es gibt ja Texte, wo man sagt, das liest sich wirklich prima. Das wird aber bei der Lesung einfach keinen Lacher holen. Ja. Das funktioniert anders. Nur gut. Selbst gelesen, aber nicht vorgelesen, genau. Und es gibt auch einige Wörter, die ich nicht gut sagen kann. Also die lasse ich alle weg. Sag mal eins. Schließlich. Ich habe eine SCH-Schwäche früher als Kind ganz schlimm gehabt. Schließlich ist ein Wort, kann ich jetzt schon wieder nicht. Das kann ich, manchmal geht es und meistens geht es nicht und das lasse ich alles weg. Ja, aber du kannst auch hölzen. Das habe ich früher gemacht. Ich war früher bei einer Logopädin und musste süßsaure Sargosuppe mit Sahne sagen. Ist doch oder zauberhaft. Zitronenfalter. Aber wenn man einmal anfängt, hört man nicht wieder auf. Und ich möchte nicht, dass Leute kannst Geld bezahlen. Kannst du mal Chaiselongue für mich sagen? Chaiselongue? Ja. Das ganze Flug übrigens auf, dass ich gelispelt habe. Wir wohnten damals in einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg und ich wohnte in der Finkhütte 4. Das war die Adresse. War auch kein großes Problem und wir zogen um in die Zell-Zarter-Straße 6b und dann habe ich diesen Umzug in der Schule nicht mitgeteilt und dadurch flog auf, dass ich da eine zunehmende SCH-Schwäche hatte. Zell-Zarter-Straße 6b. Es gab auch 6c. Ich hatte noch Glück. Es war schlimm. Beim WDR hattest du nach all diesen sehr erfolgreichen Straßenfegern dann eine Sendung gemacht, die fand ich grandios. Jetzt muss ich überlegen, weil es bei YouTube anders ist. Was liest du? Was liest du, hieß die Sendung. Und das Prinzip war so genial, dass ich dann wirklich dachte, warum ist man da nicht schon viel früher drauf gekommen? Und vor allen Dingen habe ich mich hinterher gefragt, warum um alles in der Welt haben die damit aufgehört. Das Prinzip war ja relativ simpel. Jetzt bist du natürlich auch ein begnadeter Vorleser. Das könnte nicht jeder machen. Und du hast ja aber einen zweiten begnadeten Vorleser oder eine begnadete Vorleserin geholt. Und ihr habt dann Bücher gesucht. Die hast du wahrscheinlich ausgesucht. Mhm. Das war das eine, was mir gefallen hat. Die mussten auch nicht neu sein. Das konnten auch wirklich vor 5 Jahren erschienene Romane sein oder so. Sie mussten nur amüsant sein. Und das hat, ich habe mal eine Sendung gesehen mit dir und
Cordula Stratmann, und das war einfach zum Niederknien. Ihr habt abwechselnd aus diesen Büchern gelesen, zum Teil mit verteilten Rollen, zum Teil wahrscheinlich, ihr müsst glaube ich nicht mehr proben, aber zum Teil hat der andere dann während der erste las so gelacht, dass man fast abbrechen musste. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals doch ab und zu in der Buchhandlung gearbeitet. Das hat wirklich auch richtig was genützt. Also man wusste sofort, wenn diese 5 Bücher drankommen, dann wird am nächsten Morgen um 9 der erste Kunde stehen und danach fragen. Wie viele Sendungen hast du da gemacht? Weißt du es noch aus dem Kopf? Nee, weiß ich nicht mehr. Es waren recht, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber es ging... Also es ging, es hörte zwischendurch mal auf und dann wurde es wieder aufgenommen. Und weil es immer ein Kampf war mit dem WDR. Und dann gab es eben einen Unterhaltungschef, der es dann gar nicht mochte. Und der dann dem Produzenten mitteilte, dass sie es nicht weitermachen. Und grüßen Sie doch Herrn von der Lippe von mir. Das fand ich auch sehr stilvoll. Hat sich allerdings nachher, als ich das dann öffentlich machte, hat sich dann entschuldigt. Gut, nützt nichts. Ich kann froh sein, muss ich heute sagen, dass das so gekommen ist, weil ich es jetzt auf meinem YouTube-Kanal weitermache unter Lippes Leselust. Mit mittlerweile 300.000 Followern, was ja irre. Abonnenten heißt Abonnenten das bei YouTube. Ach so, bei YouTube heißt es Abonnenten. Abonnenten. Aber ich habe jetzt mal geguckt, also die Folge 4 mit Thorsten Sträter, da hat der zweite Teil jetzt über 3 Millionen Klicks. Das ist eine Reichweite, die man im Fernsehen, im dritten Programm nicht erreicht. Mit einer Büchersendung in keinem Fall. Ja. Und deswegen kann ich nur dankbar sein. Wie oft machst du die? Ich habe jetzt die mit Thorsten Sträter natürlich gesehen. Und das macht schon großen Spaß. Hier auch im Malmsheimer finde ich auch wohl, den kenne ich vom Tresenlesen mit Frank Gosen. Das ist ja auch jemand, der sensationell lesen kann. Wie oft machst du das jetzt? Gibt es da einen Plan? Das ist ja eine Frage des Materials. Mhm. Also ich habe für die Ausgabe mit Thorsten habe ich, da hatte ich ja nun reichlich Zeit. Aber bei den, weil Thorsten sagte, das müssen wir unbedingt weitermachen. Und das machen wir nächstes Jahr. Und da bin ich jetzt Gott sei Dank mit der Auswahl fertig, weil er hat mir, wir haben danach zusammengesessen, er hat mir eine Riesenliste gemacht mit Sachen, die er komisch findet. Mhm. Hat mir alles natürlich sofort bestellt. Und das sieht jetzt sehr gut aus. Und im Grunde sammle ich jetzt schon für die übernächste. Ich habe jetzt gerade ein hinreißendes Buch von Tilman Birr gerade zu Ende gelesen. Wie sind Sie hier reingekommen, heißt das. Das kann ich ja schon mal jedem... Birr heißt der, Tilman? Birr mit 2 R. Mhm. Der war auch Stadtführer und hat Thank You for... Also so ein deutsches Englisch. On the left you see the Dingsbums. Ja. Das ist sein erstes Buch. Das habe ich mir gleich mal bestellt. Aber dieser Roman, da kommt ein Wolfgang Schneider nach Berlin aus der Provinz, der sich aber Wolfo nennt, wegen Ibnes. Es geht los mit dem Einzug. Das sind hinreißende Szenen. Dann schreibt er sich an der Uni ein, dann braucht er einen Job, bewirbt sich eigentlich bei einem kleinen Theater für die Kasse. Mhm. So, dann wird er aber von irgendjemandem falsch und gerät in ein Casting für Statisten und wird tatsächlich genommen für eine Hamlet-Aufführung mit einem vollkommen durchgeknallten Regisseur. Das nimmt sehr viel Platz. Ist wunderschön, diese Schilderung. Dann gerät er über ein Mädchen, Lori, die eigentlich Dolores heißt, aber nicht so genannt werden möchte, in die kommunistische, die hochschulkommunistische Szene. Und die nennen sich dann, jetzt musst du stark sein, Sack und Klitt, weil es geht auch um das Sexuelle, ne, mit der Befreiung und allem. Das nimmt auch relativ breiten Raum ein. Dann, und das ist jetzt das ganz Geniale an dem Buch,
Er gerät an Loriot und freundet sich mit dem an. Und Loriot hat einen Lehrauftrag über zwei Semester an der UdK über Comedy und sagt, ich kenne da ja nichts von. Kannst du mir? Und so kriegen wir dann auch die Poetry Slam Szene nahegebracht. Das sind alles zum Schreien komische Schilderungen. Loriot führt ihn nun wiederum in die große Welt der alten, weißen, reichen Männer ein. Und es endet dann damit, dass auch noch das Verlagswesen sein Fett wegbekommt. Weil er hat sich einfach beworben mit einem kleinen Text, der natürlich saukomisch ist. Und der heißt Herr Seifert und wird beschrieben als eine Frisur wie Gottschalk, der sagt ihm dann, wo es lang geht, dass er als erstmal ein weibliches Pseudonym haben muss, weil Männer lesen keine Bücher und die Frauen sollen sich, das ist natürlich ein erotischer Text, den musst du wieder stark sein. Mhm. Und also das Ding ist bis zum Schluss, ich hab, glaube ich, nur 2,5 Tage gebraucht, ich wollte es nicht weglegen. Und das sind so Perlen, die ihr da sucht und das gefällt mir eben, es gefiel mir beim WDR schon, es gefällt mir eben auch bei dir auf dem Kanal. Also ich glaube, ich kenne immer eine ganze Menge Sachen schon, weil ich ja noch relativ viel in Buchhandlungen bin und auch so lange in der Branche war. Und trotzdem sind da immer Titel bei, die ich noch nie gehört habe. Und ich habe mir auch viele Sachen dann angeguckt hinterher und sie sind wirklich immer gut ausgesucht. Aber das ist jetzt wirklich tatsächlich so eine, wie gesagt, Thorsten Sträter kommt mit Sachen an, du kommst mit Sachen an und du sammelst dann. Und wie viel macht er immer? 5 pro Sendung oder wie viele Bücher habt ihr eigentlich immer da drin? Oder 3? So, nee, es sind schon 8 bis 10 Autoren, so viel, von einigen auch mehr. Also zum Beispiel, ich habe jetzt der Marco Tschirpke, der eigentliche designierte Gernhardt-Nachfolger, der hat ja alles doppelt rausgebracht. Also es gibt ja Hardcover-Bände von ihm, und es gibt aber bei DTV gibt es einen Sammelband, mit dem er als Lyriker tatsächlich auf der Spiegel-Bestsellerliste war, was eine kleine Sensation ist. Das war etwas her, den nehmen wir jetzt beim nächsten Mal, weil da alle Gedichte und noch ein paar mehr drin sind. Dann, also diese kurzen Geschichten, Piet Glocke zum Beispiel, hat, also nicht alles jetzt, vieles denkt man, oh Gott, was hat er geraucht, aber es sind geniale, einfach kleine Dinger drin. Und andere haben auch Mini-Dialoge. Also Paul Bukowski, den ich auch sehr mag, der jetzt aber gerade den Roman seiner Altvorderen herausgebracht hat. Das ist jetzt nicht so brauchbar für meine Sendung. Aber seine anderen Bücher, da hat er sich, kann man sagen, in die Spitzengruppe geschrieben. Der hat eben dann einfach solche Dialoge, die bringen es natürlich bei einer Lesung, weil zu zweit und dann, ja. Und du hast das ja auch gemacht öffentlich, ne? Habt ihr ja auch schon mit Publikum das Ganze gemacht, oder nicht? Oder war das so früher? Nur. Komme ich jetzt durcheinander? Nein, es ist... Ihr habt die immer aufgezeichnet? Immer. Die sind nie irgendwie, ganz früher waren die immer im Studio, war es immer mit Publikum? Es war immer mit Publikum, das geht ja nicht, das bringt ja nichts. Also ich meine, wenn man komische Erzeugnisse liest, dann brauchst du Publikum. Wir haben auch schon, das war mit Caroline Kebekus und Jochen, da waren wir auch mal im Studio, da waren wir aber nicht glücklich. Okay. Das ist einfach, das hat keine, die Leute, das war auch kein schönes Studio und da war keine Atmosphäre, ja, das war blöd. Wie viele Termine machst du da im Jahr? Weißt du das jetzt für 24? Wir reden über 24 jetzt. Das mache ich 2 Abende mit Thorsten, das sind, die stehen auch schon fest, die beiden. Die stehen fest, die sind natürlich ausverkauft. Und ja. Und die sind in Berlin dann? Oder wo? Berlin, in Wühlmäusen. Ja, wieder in Wühlmäusen. Mhm. Das ist, also 2 Termine hast du schon für 24. Und dann hast du ja noch 138 andere Termine. Du hast ein aktuelles Hallenprogramm voll fett. Damit tust du, da ist im Kalender schon, ich glaube, der Plan bis November 24 jetzt. Das wird dieses Jahr, nächstes Jahr. Also 24 wird das dann auslaufen. Das ist dann die letzte. Das Hallenprogramm. Das letzte Programm, also die letzte Tour mit dem Programm. Die letzte Tour mit dem Programm, ja. Und ich denke, danach geht es nur noch mit Lesungen weiter, weil das einfach, es ist, wenn ich reduziere,
also auf eine Woche und dann eine Woche Pause. Dann, und dann mit zwei Programmen, was ich ja immer bin, also das Leseprogramm und das Hallenprogramm, dann bleibt eigentlich für beide nicht genug übrig. Und wenn ich, deswegen ist es vernünftiger, nur mit Lesungen weiterzumachen, weil wir mittlerweile auch eine Größe haben, die sich nicht mehr großartig vom Hallenprogramm unterscheidet. Also ich habe schon Lesungen auch vor 1500 Leuten gemacht. Und ich meine, dann brauchen wir nicht mit großer Technik anzureisen. Dann brauche ich einen Tisch und habe mein Headset und gut ist. Sex oder Mehl heißt das aktuelle Programm, wenn du auf Lidl zu bist. Wie ist das, wenn du jetzt beim Bühnenprogramm hast, hier eine ganze Truppe mit, da seid ihr richtig mit Technik und allem drum und dran. Mit dem Trag, ja, und eine große Leinwand hinten, das ist dann schon viel Technik. Und bei dem Leseprogramm? Da habe ich einen Tourleiter und der örtliche stellt die Technik. Und da bist du im Grunde ja alleine unterwegs. Dann. Mit meinem Tourleiter. Bist du jemand, der deswegen... Also du sagst 140, ich kam auf 150 bei der Recherche, aber sei es mal, die 10 Unterschied ist dann auch Banane. Ich finde bei Lesung, ich mache es nicht, ich bin jetzt nicht vor 1000 oder 1500 Leuten, ich mache das irgendwie auch muckeliger, aber ich finde bei Lesereisen, und ich kenne da viele Autorenkollegen, die auch davon zum Teil leben, müssen, ich finde, das hat was ganz Trauriges. Man kommt dann irgendwie in so einem kleinen Ort wie, ich sage es mal, irgendein Unna oder Heide oder Beckum oder Erkenschwick, völlig egal. Und dann ist man da und hat gelesen und da sitzen dann 300 Leute oder bei dir dann 1000 Leute oder 1500 Leute, haben alle Eintritt bezahlt. Das heißt, du kommst auf den Tisch und alle freuen sich und du denkst, boah, die können dich aber alle richtig gut leiden. Dann liest du, bist auch noch in Form, weil viele Leute da sind. Dann bist du fertig, signierst noch, ist auch noch schön. Und dann gehst du ins Hotel zur Post. Und freust dich, wenn die da, weil sie keine Bar haben, wenigstens so einen Kühlschrank im Flur haben, wo du dir nur eine Flasche Bier rausnehmen kannst. Und sitzt dann um 9 im Zimmer und wartest, oder um 10 im Zimmer und guckst um 21:45 nochmal. Das wäre schön, wenn ich um 21:45. Ja, du bist jetzt länger, aber du bist ja irgendwann, kommst ja auch allein in dieses Hotel nach dieser, du wirst ja so ausgespuckt. Oder gehst du jeden Abend mit dem Veranstalter noch Rotwein trinken oder was essen? Nein, bei uns ist das so, wir haben natürlich ein Stützpunkthotel. Weil wir das ja rechtzeitig, das Routing rechtzeitig planen. Das heißt, wir schlafen nicht, ganz selten vor Ort. Mhm. Also das heißt, man hat dann eine Stunde noch Fahrt zurück. Und da ist dann mit Bar jeden Abend das sowieso nicht. Das ist schon lange nicht mehr. Mhm. Da hat man dann, wenn man dann noch was trinken möchte, hat man eben eine Pulle Wein dabei. Oder auch nicht, aber man ist ja noch froh, wenn man im Bett ist. Mhm. Denn diese Fahrerei ist ja das Fieseste an dem Job, der ansonsten ja Riesenfreude macht. Und das Schöne bei diesen Lesungen, und deswegen der Abschied von den Hallen, das wird mir schon schwer fallen, aber mittlerweile ist die, ich sag mal, Gagdichte ist eigentlich genauso. Und die Leute sind dann schlapp gelacht. Mhm. Und wenn man dann hinterher beim Signieren von jedem Dritten hört, vielen Dank für den tollen Abend, ja, das... Ja, hast du viel mehr Kontakt, ne? Weiß als, man, warum man es gemacht hat. Und das andere sind Begleiterscheinungen, die sind nicht schön, weil man kann jetzt, das weißt du ja auch, du kannst, wenn du auf deutschen Autobahnen fährst, fährst du ja selten Autobahn. Das ist ja meist dann eine Vollsperrung und du fährst über Land. Oder durch kleine Käfer mit 30. Das ist ein Riesenspaß. Mhm. Und, aber das ja, muss ja irgendwie gehen. Die Lesetour, die du machst im Gegensatz zur Bühne, ist das, strengt dich das mehr an, auf der Bühne zu stehen? Da hast du ja auch kein Skript und nichts. Du machst ja alles aus dem Kopf. Das vor viel mehr Leuten, ist das anstrengender? Auch naja, das ist, was heißt anstrengender? Es ist halt, das Tolle an diesem Programm ist, dass ich natürlich eine größere Abwechslung für die Leute habe. Ich singe, ich habe meine Leinwand, das heißt, ich habe Bilder mit Kommentaren und so weiter. Da ist natürlich mehr los. Auf der anderen Seite
müssen, habe ich ja nicht die Möglichkeit, einen Text, den ich am Tag geschrieben habe, auszuprobieren. Mhm. Was ich natürlich bei der Lesung mache, sage ich den Leuten auch so, jetzt kommt was Neues. Das mache ich zu Anfang des zweiten Teils, damit, weil wenn sie es scheiße finden, dann habe ich noch Möglichkeit, das auszubügeln. Weil wenn ich damit aufhören würde und sie finden es blöd, dann ist es doof. Mhm. Und das ist natürlich Gold wert, weil alle Texte, die im nächsten Buch oder damit im nächsten Leseprogramm sind, sind natürlich road-tested. Wenn du privat liest, also wenn du jetzt zu deiner Buchhändlerin deines Vertrauens gehst, wonach entscheidest du, was du kaufst? Oder weiß sie, was du liest und was du magst und sagt einfach hier das heute? Also ich gehe in jeden Buchladen und gucke, die sind ja alle, die Kleinen sind ja alle anders sortiert. Da finde ich, erstmal frage ich, wo ist die Comedy und wo ist die Philosophie wegen meines Projekts. Mhm. So, da finde ich auch meistens schon irgendwas. Bei Comedy ist es so, das sind immer die üblichen Verdächtigen, die ich sowieso schon habe. Mhm. Also da finde ich jetzt selten so einen Geheimtipp, sowas wie Till Birrmann. Das kommt dann aus anderen Quellen, weil wenn ich so ein Buch habe, natürlich als erstes guckt, was hat der noch und mir das dann gleich bestellt. Oder wenn ich von einem anderen was, so, das wird dann halt alles auf Verdacht bestellt und gelesen. Mhm. Oder man kriegt mal einen Tipp. Ansonsten lasse ich mich einfach von Sachen inspirieren und lese hier was rein. Jetzt habe ich ein Saragossa-ansässiger, offensichtlich jüngerer Autor, der, wie gesagt, der Klappentext, ein moderner Don Quixote, der die woken Erkenntnisse ins Landleben bringt. Natürlich krachend, scheiternd, auf der anderen Seite dann aber plötzlich zum Bürgermeister gewählt wird, ist nicht ganz durchgängig toll, weil er auf einmal dann in so einen anderen Erzählhabitus wechselt, den ich nicht verstanden habe. Aber da sind so geile Sachen drin in dieser ganzen Grundsituation. Ja, oder ein israelischer Krimi-Autor, 3 heißt das. Kennst du? Mhm, den habe ich auch gelesen. Das finde ich großartig. Wahnsinn, ne? Ja, ganz toll. Mhm. Jo. Ja, da, und da freut man sich dann. Das stimmt. Einmal gehst du, würde ich gucken für dein Projekt, wann willst du es eigentlich fertig haben? Weiß nicht. Ich habe noch schon eine ganze Menge, aber ich habe noch keine Form. Aber das hat mich mittlerweile, im Grunde habe ich nochmal angefangen, Philosophie zu studieren, was ja auch schön ist. Und es verändert auch den Blick, solche Lektüre, muss man wirklich sagen. Also ich selbst wenn es jetzt nichts werden sollte, was ich nicht glaube, weil dazu ist es schon zu viel da, habe ich einfach was davon gehabt. Das Problem ist immer nur, wenn ich jetzt Zeit habe, ein bisschen, und will nicht selber schreiben, was ich auch jeden Tag versuche, also mir zur Pflicht mache. Ja, was machst du jetzt? Liest du jetzt auch mal wieder einen Krimi? Weil ist ja auch schön. Und mittlerweile ist meine Wohnung ja auch ein Buchladen mit lauter fremden Büchern. Wenn ich zu meinem Rudergerät steht zum Beispiel neben einem Regal und wenn ich da gucke, oh Mensch, da ist ein Murakami, den ich noch nicht gelesen habe. Beim Rudern lesen ist ja auch blöd irgendwie. Ne? Ja, man könnte es. Also du musst das Buch ja irgendwie halten und blättern. Nee, ja, du kannst es ein bisschen zu weit, aber auf dem Laufband geht es natürlich. Das stimmt. Wenn du jetzt das Bühnenprogramm tatsächlich beendest, irgendwann mal sagst, du gehst jetzt nicht mehr auf die Bühne, du machst nur noch diese Lesungsgeschichten, hat das natürlich zur Folge, dass du dann theoretisch mehr Zeit hättest. Nicht was viel. Ja vermutlich nicht stimmt. Also nein. Machst dann nur mehr Lesung. Es wird nur eben dadurch, dass ich keine 14 Tage mehr am Stück, sondern eine Woche. Dann eine Woche ist es im Endeffekt etwas weniger, aber auch schon ordentlich. Aber du bist ja dann eine Woche, bist ja trotzdem bei 120, also das ist im Grunde ja jede zweite Woche bist du ja unterwegs. Also du hast ja dann wenig Zeit, wo du wirklich mal alleine ohne Menschen bist. Das ist ja weniger als die Hälfte, oder? Ich habe einfach mal gedacht,
bei 14 Tagen, wenn da ein Zipperlein kommt, womit man ja immer rechnen muss, dann dauert es ein bisschen zu lang, bis du Zeit hast, zum Arzt zu gehen. Und dann eine Woche kann man sich hinschleppen mit gebrochenen Beinen und lesen. Also als Beispiel. Aber mit gebrochenen Armen hat man jemanden, der sich sitzen, blöd, der dann blättert. Nicht blättern kann. Ja, aber das kann dann jemand anderes machen. Ich habe jetzt ein Hörspiel eingelesen, was ich mache das ja auch sehr, sehr gerne, mache auch sehr gerne Kinderbücher, weil da ist ja immer die Hölle los, mit 45 verschiedenen Stimmen. Genau, jetzt die du auch alle sprichst dann. Die ich auch alle spreche. Jetzt habe ich aber zum ersten Mal dabei, hat er gesagt, Mensch, ich habe den Text auf dem Tablet. Das war aber ein etwas größeres Tablet. Das hat den unendlichen Vorteil, dass du das Blättergeräusch nicht hast. Also du wischst ja nur. Und das ist toll. Und das ist eine schöne, große Schrift. Du hast, das ist optisch auch schöner. Da war ich total begeistert. Wir gehen jetzt noch zusammen essen. Ja. Wir gehen aber in ein Restaurant, haben wir gesagt, obwohl du ein begnadeter Koch bist, habe ich gehört. Kochst du jeden Tag für dich, auch wenn deine Frau im Wald ist? Also kochen, das ist ja immer so eine Geschichte. Das ist ja manches, was ich koche, das geht ja noch nicht als Einzelportion. Aber ich mache so eine ganze Menge Kleinigkeiten, die auch gehen. Also ich habe auch nicht Lust, jeden Tag essen zu gehen. Ich habe zwar das wahnsinnige Glück bei mir in Friedenau, tolle Restaurants in Gehweite zu haben. Ich rede jetzt nicht von Sterne-Restaurants, sondern einfach von guten. Wir werden heute zu einem Restaurant mit schwäbischer Küche gehen. Aber es ist ein kurdisches Ehepaar, was Schwäbisch kocht. Und der Mann, ein toller Koch, hat eben in Schwaben kochen gelernt. Und sie macht das einfach zauberhaft, die macht den Service. Und das ist mittlerweile mein Stammlokal. Da bin ich sehr, sehr oft und schleppe da auch immer Leute hin. Und jeder ist begeistert. Man hat einfach tolle Schnitzel, tolles Gulasch. Im Moment jetzt natürlich Gans, Gänsekeule mit tollen Rotkohl, tollen selbstgemachten Knödeln oder auch sehr, sehr guten Bratkartoffeln. Macht den besten Kaiserschmarrn, den ich je gegessen habe. Ja, ich habe Hunger. Ich auch. Deswegen brechen wir an der Stelle ab. Ich freue mich jetzt. Es war sehr schön. Vom 7.3. bis zum 3.10. bist du unterwegs, voll fett mit dem Bühnenprogramm. Ich weiß nicht, wieso vom 7.3. bis zum 3.10.24 habe ich mir aufgeschrieben. Warum 7.3. fängst du so spät erst an? Und davor werde ich Lesungen haben. Davor machst du Lesungen. Also, ja, wenn man dich in echt sehen will, Sex ist wie Mehl, die Lesung und voll fett. Und ich freue mich ganz doll auf deine YouTube-Seite und die nächste Runde mit Lippe liest. Nee, ich bin wieder falsch. Ne? Was Leselos. Lippe ist Leselos. Lippe. So, Lippe liest. Die Lippe liest. Ich habe jetzt Hunger, deswegen will ich nicht mehr konzentrieren. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles andere findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Falls ihr uns auch sehen wollt, könnt ihr das tun. Dieser Podcast ist auch ein Videopodcast zu sehen bei YouTube oder tv.de. Ansonsten wie immer in den gewohnten Kanälen. Ich verabschiede mich und gehe mit dem berühmten Jürgen von der Lippe jetzt essen und vor allen Dingen Rotwein trinken. Und wir werden uns den ganzen Abend noch schlüpfrige Witze erzählen. Bleibt entspannt und werdet es. Und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.